Yo, 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 servus! Mein Name ist Selector Knein und ich darf euch willkommen heißen zum dritten Spieltag der IDPL Season 6. Wir treten an gegen meinen Freund Kai aka Kiltane. Und ja, heute sollte der zweite Weihnachtsfeiertag sein, deswegen alles bisschen gerusht, denn ich muss zugeben, ich dachte, dass wir wahrscheinlich eine Woche Pause haben oder so während der Weihnachtszeit, aber ich habe mich da auch nicht näher damit beschäftigt und dann hat mich Kais Frage, wann wir denn spielen wollen, ein bisschen überrumpelt. Bin ja auch gerade erst von Deutschland zurückgekommen, also wo ich das gelesen habe, aber okay. Das Team zeige ich euch einfach mitten im Kampf, weil wie gesagt, heute ist der erste Weihnachtstag und morgen soll das Video kommen und ja, let's go. Ein paar crazy Strats dabei. Oder Turtok dabei, der ist gefährlich. Er hat Metagross, hat kein Togekiss dabei. Okay. Wow, das heißt, Nierkling ist richtig nice. Das Einzige, was ich zuerst noch machen will, ist hier Steuerung N. Seht ihr zwar nicht, aber ich kann ein zweites Fenster aufmachen mit dem Kalk. Und hier gehen wir auf die Team-Preview. Wir haben Radikal am Start. Radikal hat kein Nickname. No, ich habe... Er hat einen Nickname im Kopf, aber ich wollte vorher noch abklären, ob das für die Person okay ist, wenn ich so nenne. Aber ja, machst du nix. Okay. HF. Mein Freund. Hat er Defog auf Skantank? Skantank Defog in der Gen? Moment, das müssen wir noch vorher abklären. Skantank. Aber ich glaube, Skantank hat er auch schon Gen 4 Defog. Solltest du sie haben, ne? Ja, können lernen Defog. Okay, okay, okay. Das Ding ist, Gengar sieht bornös aus. Sludge Bomb hat jetzt nicht die geilsten Switch-In. Also ich kann auch Steps spammen. Will ich direkt mit Masquerade leaden, weil ich hab halt Angst vor Defog und dann würde das viel von der Taktik zunutze machen. Wobei, eigentlich ist Radikal halt auch schneller als so vieles, ne? Womit könnt ihr leaden, bevor ich Angst habe? Legitim Angst habe. Skantank? Gehe ich mit Gengar? Von Chicken. Bist du Scarf? Tötet mich Scarf. Schauen wir mal, was seine Antwort auf Gengar ist. Sie hat Life Orb und könnten so viel Damage auf sein ganzes Team machen. Zuerst raus. Bleib straight up drin. Okay, das ist schon mal spannend. Volt Switch ist free, nicht ganz. Will-O-Wispen wir. Ja, er ist Scarf, Place the Kid. Okay. Okay, okay. Und der Meme Lord kommt rein. Grüße gehen raus an Max. Was wird er machen? Eine Wasserattacke? Er kann keine Rocks legen, was gut ist. Mal den Polion, Waterfall, der macht halt nothing. Wird uns eigene Rocks legen. Wir könnten was yawnen. Wir legen mal die Rocks, was da drin bleibt. Earthquake oder sowas hat. Earthquake hat er nur. Okay. Macht nicht wirklich Damage. Wir Radikal rein und böllern. Könnten wir machen, ne? Ich denke, der wird H2 Absorb haben, was halt nicht so geil ist dann für mich. Wir können auch beim Valentino gehen, aber dann wird unser Sash brechen. Und er kann Stealthrox nur selber auf Metagross mit haben. Und wenn das Metagross Stealthrox hat, bin ich schon mal ein bisschen cooler damit. I don't know. Majorn, falls er wechseln will. Ne, er wird nicht wechseln. Wir gehen in den Rotom nochmal. Und schauen, ob er Waterfall gucken will. But predicted, okay. Stronger Move. Gehen wir jetzt schon für Rest. Wir können einmal Overheat Damage reinböllern, glaube ich. Okay, straight up Recover. Dann gehen wir nochmal Overheat Damage. Okay, wie viel nimmt der Morlord von Nidoking zum Beispiel?
wieder raus und bläse ich hin. Verrückt. Verrückt. Das ist der Kampfmove? WTF, Kai. Was war das denn für ein... Ich glaube, safe, dass der Scarf ist, sonst wäre gegen Gengar nicht drin geblieben. Und... den Kampfmove reinschicken. Gengar wäre ein bisschen risky. Er könnte halt Stone Edge drücken. Das wäre eine Option. Glaube ich. Burn. Blaziken. Stone Edge. Ja. Das wäre halt ein bester Play. Ich will in die Kampfattacke halt nicht Empoleon reinwerfen. Ich könnte Nidoking reinwerfen, glaube ich. Er geht wieder für Flare Blitz. Oh, das war nicht gut für mich. Wieder für Flare Blitz, okay. Dang, dang, dang. Ah, Nidoking ist zu viable fast. Ah, ich habe Nidoking. Ich dachte halt echt, dass die Stone Edge kommt. Ich dachte nicht, dass Flare Blitz kommt, weil er hat ja gesehen, dass Flare Blitz nur 33 gemacht hätte mit dem Volt Switch. Okay, ich war auf Minus, ja, okay. Volt Switch hätte ihn halt nicht rausgenommen. Ah, das ist ärgerlich. Aber er muss Angst vor Scarf haben. Blaziken ist langsamer als gegen einen für die Earth Power jetzt, ja. Okay, er bleibt drin, weil er kriegen wir einen Free Volt Switch, I guess. Ja, es war schlecht gespielt von mir. Moment. Ach, er ist jetzt in Sturdy Range, oder wie? Warum hat das jetzt gekillt? Warum hat das jetzt gekillt? Dang. Macht radikal genug mit Sucker Punch ohne. Hab ich mein Team mit. Doch, habe ich invitiert, ne? Ja. Eieiei. Warum hat das jetzt gekillt? War er schon in Links Range? Ja, war schon in Notbrand oder wie Großbrand heißt, glaube ich. Ist nicht Turn Place, genau. So. Sucker Punch reicht nur, wenn wir schon geburnt sind. Müssen wir jetzt echt den Kollegen hier reinschicken. Oh. Aber der Kollege gewinnt fast. Also wir gehen für Sticky Webs. Ja, können wir machen. Sind halt zashed. Und Maskeregen holt sich einen Kill gegen Skantank kommt. Wollen wir den spawnen oder wollen wir ihn versuchen zu flinchen? Mir spawn einmal. Default kommt, genau. Jetzt können wir wieder Webby Sticks legen. Der lebt mich hier raus. So, radikal. The time to shine. SD. Default, bitte Default. Yes. Und jetzt kommt mit dem Sucker Punch nicht durch. Okay, hat gar keinen. Radikal holt sich hier einen Kill. Nice. Nice and easy. Und Radikal ist schneller als sein Team. Quagsire soll... Ah, der hat am Burn? Really? Aber er sollte uns nicht viel machen. Wir sollten den two-hitten können, oder? Der Damage. Nice, Radikal. B2? Der droppt. Der droppt. Wir haben Crunch für Metacross. Hello. Oh mein Gott. Bullet Punch, okay. Macht gut Damage. True that, aber... Oh no. Haben wir noch Sucker Punch in the back? Ich habe was predicted. Nope. Radikal, 3 Kills. Oh, Morlo töten wir. Und Turtok haben wir auch gute Chancen. Wir gut Damage auf den machen. Da müssen wir hoffen, dass Empoleon nicht von Turtok nimmt. Gengar kann am Morlot rausnehmen. Ja, das ist noch nicht safe geworden, aber sieht nicht schlecht aus. Leider bin ich sehr dunkel. Ich kann noch mal das Licht anmachen, aber es wird jetzt auch nichts mehr viel ändern. Seid.
Wie viele Kills hat Radikal gemacht? Alle? Ne, bis auf Blaziken. 5 Kills für Radikal. Ah, geil. Ja, boy, hat Bock gehabt. Auf jeden Fall. Und ja, Grüße an Scholarly. Ich wollte Radikal nach ihm benennen, aber mit einem leichten Twist, und ich wollte das vorab klären. Ich will hier kein böses Blut sehen, aber alternativ könnte man auch Rudi Ratte nennen, den infamous Tom Turbo Antagonist, der ungefähr so aussieht wie ich, wenn ich eine FFP2 Maske trage. Hatte gerade zufällig eine hier. Leider nicht, ich habe nur eine normale Maske hier, aber das kommt, glaube ich, auch ziemlich Rudi Ratte mäßig rüber. Pass auf. Da geht das gar nicht so gut. So, bei der FFP2 Maske ist ja anliegender. Aber hier sieht man es gleich so. Ja, ist halt. Ich bin gerade geduscht, da sieht das mein Bart nicht so, aber wenn ich über Nacht ist, wenn ich am Vorabend dusche und da arbeite, hier der Bart ein bisschen struppiger ist und nicht so geschmeidig wie jetzt gerade, dann stehen die halt so überall hin, das sieht so ein bisschen aus wie so, wie heißen die Haare petieren da? Bin ich jetzt komplett dumm? Schnurrhaare, oder? Das heißt doch Schnurrhaare, glaube ich. Ja, wie Schnurrhaare von der Ratte. Ja, ist egal. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen zweiten Feiertag. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten. Ich muss heute noch zu meinem Highlight. Ich war gestern mit der Familie feiern und heute ist mein großer Tag, und zwar Weihnachten. Ich habe mich schon dementsprechend gekleidet, habe mies Bock. Grüße an Stiche 13 und macht's gut, haut rein. Ui, servus.